umsehen. Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. So, da sind wir wieder bei lieben Metro 2033. Ein sehr schönes Spiel. Den Anfang hiervon habt ihr gerade nicht mitgekriegt, leider. Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur... Er hat nur gesagt, wir sollten uns ein bisschen beeilen oder sowas. Nichts Wichtiges. Scheiße, da passe ich nie durch. Na gut, du bleibst hier. Der muss nur ein bisschen abnehmen. Und drin. Wir sind gut. Halt! Wer bist du? Hey, ich brauche Licht. Licht. Wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geldmacher. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich. Der Boss soll es also sein. Wo solltest du sonst hin wollen? Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Bewegung. Okay, Bourbons Freunde sind wohl nicht so die besten. Sag ich mal einfach so. Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Yeah. Hier gibt es nichts als Ratten. Na gut, dann gehen wir. Okay. Ich glaube, wir können die Maske abnehmen. Aber dafür werde ich die Muni mitnehmen. Und was ist... Ah, das ist eine andere Schrotflinte, ne? Oh ja, die sieht auch eindeutig besser aus. Ein Messer haben wir jetzt auch noch. Ein drittes. Ah, das sind... Ach, das sind Wurfmesser. Scheiße. Oh. Nicht hier überhaupt treffen. Ich gehe einfach in die Richtung raus. Gut, jetzt schleichen wir uns hier mal ein bisschen durch. Ein bisschen Medi. Munition. Licht aus. Licht aus. Noch ein Wurfmesser. Gucken wir mal hier in den Schuppen rein. Hallo. Oh. Ich glaube, ich wusste, was das ist. Oh, shit. Was das hier ist. Oh Gott. Scheiße. Ja, das lief ja nicht ganz so gut. So. Na, sieht ruhig aus. Dann nehmen wir uns wieder die schöne Muni hier mit. Ich weiß nicht, sollen wir die... Ich denke mal, die andere ist einfach besser. Oder? So, nachgeladen. Dann ziehen wir mal die Gasmaske jetzt endlich ab.
Können wir die Messer wieder mitnehmen? Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen leise bin. Ich habe da gerade zugehört. Da sind noch Wurfmesser oder... Nee, was ist das? Hier diese Pfeilspitzen hier. Ich versuche einfach mal weiter hier ein bisschen durchzusneaken. Mit den Wurfmessern geht das eigentlich ganz gut. Munition liegt hier auch recht ordentlich. Habe ich mein Wurfmesser wieder? Darf ich das nicht wieder haben? Naja, dann nicht. Da sind mehrere am Tisch. Ruhe, da ist jemand. Bist du sicher? Verdammt, ich dachte, vielleicht auch nicht. Ich dachte vielleicht auch nicht. Okay, okay. Granate! Granate! Mach die Augen! Ich werde mich hier mal in Deckung machen. Also die Schießpassagen sind alles andere als einfach. Und die laufen auch nicht so dynamisch ab, finde ich. Okay. Wobei das jetzt ganz gut läuft hier. Was haben wir denn hier noch ein bisschen weiter? Da oben steht, glaube ich, niemand. Okay, nachladen. Jetzt habe ich da ziemlich viel Muni hierfür verwendet. Ich sage extra nicht verschwendet, sondern nur verwendet. Da ist jemand. Okay, nicht nur einer. Oh. Was für ein Mist! Lebt er noch? Ich bin es gewohnt, mit der anderen Schrotflinte zu schießen, deswegen versuche ich immer, mit Rechtsklick noch weiterzumachen, Alter. Nimm halt hier von einer. Die halten aber echt verdammt viel aus, muss man sagen. So. Ich kann die AK nehmen. Ich würde aber am liebsten dann die andere noch leer schießen, bevor wir die AK nehmen. Wobei wir jetzt hier auch wesentlich viel Muni, viel mehr Muni haben, ne? Oh, nachladen. Vergessen. Also die AK ist auf jeden Fall besser hier. Wenn man hier ein bisschen gezielt schießt. Oh. Und nicht mitten in die Gegner läuft. Dann könnten wir mal theoretisch so machen. Schadet ja nicht, ne? Hat jetzt nicht so den Mega-Effekt gehabt. Oh. Oh ja. Jawohl. Okay, hierfür kriegen wir jetzt auch immer mehr Muni, wie es aussieht. Ah, alles gelootet hier. Also es... Oh, shit. Also es läuft echt ganz gut hier, ne? Mit der AK. Mit der wirkt das alles auch... Oh, er hat... Okay.
Das akzeptiere ich jetzt einfach mal so. Haben wir denn sonst noch irgendwas? Nope, nope, nope. Hier auch nicht. Da liegt ein Magazin. An einer AK dran. Hier ist auch nichts mehr, ne? Also ich würde sagen, wir beschießen uns hier weiter durch. Wir haben hier einen echten... Ist hier eigentlich auch jemand? Nein, ne? Einen Moment, einen Moment. Wo bin ich jetzt? Ich habe eine AK. Ach so. Okay. Ach, der Waffenwechsel wird anscheinend gespeichert, wie es aussieht. Nee, ich glaube nicht. Das hätten wir die Schrotflinte ja eben auch gehabt, ne? Da ist keiner mehr. Oh Gott. Wir haben Verletzte. Boah. Das ist schon ein bisschen nervig, ne? Die Schießereien sind nicht die dynamischsten. Ich weiß nicht, mir ist nicht so... Sind auf jeden Fall anspruchsvoll, können wir das auch so sagen. Und ich... Ich weiß nicht, ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen. Dass die ein bisschen taktischer ablaufen, sag ich mal. Und nicht nach dem COD-Prinzip ablaufen. Munition. 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 Okay, da hinten liegt keine mehr drauf, ne? Nee. Okay, also hier durch. Und jetzt hier den hier ausschalten. Ach, dass die auch immer in Deckung gehen müssen, ne? Warum bist du denn so schlau? Ach, dass hier auch noch einer ist, ne? Da hinten scheint noch irgendwo einer zu sein, aber ich sehe den gar nicht. Aber er lädt nach. War das ein Headshot? Das war doch ein Headshot, oder? Ganz eindeutig war das ein Headshot. Ich glaube, er ist auch tot. Aua, aua, aua. Wo kam der denn her? Ich habe von hinten gerade Schaden gekriegt. Och Mann, ey. Wo ist der denn? Ach, da oben. Pisser, Alter. Ich komme mal von oben. Ich bin voll scheiße. Okay. Granate! Okay. Also, ein bisschen Schießerei gab es in der Folge. Die jetzt nicht gerade so gut lief. Weil das noch sehr harmlos ausgedrückt ist. Und wieso bin ich praktisch tot? So, jetzt haben wir 0 Medi. Bisschen Dauerfeuer. Alter, wie schnell stirbt der denn auch? Das ist unglaublich. Die Gegenspieler sind so Sniper-Männer. Mit einer AK natürlich.
Okay, da kriege ich Schaden, wenn ich drauf gehe. Also das machen wir auf jeden Fall noch fertig hier in der Folge, ne? Oh, jetzt kriege ich bei... Ich kriege bei den Spießen auch... Als ob ich da voll gerne entgegenrenne. Wieso kriege ich denn da Schaden? So. Ach, kannst du mal die Fresse halten? Ganz im Ernst, Alter. Ne, warte, lass mal. Ach, Mann, 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 Mann. Hier hätte ich auch durchlaufen können, oder was? Wo bin ich denn hier zur Hölle? Okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Erledigt. Ich weiß noch nicht genau, wo erledigt ist, aber das scheint hier irgendwo zu sein. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ist ja gelohnt, auszuprobieren, wo das lang geht. Aber wo ist... Ah, der Typ ist, steht hier da hinten. Da oben natürlich wieder. AK. Ist er tot? Ich denke mal schon. Ja, wir haben es geschafft. Also ihr seht, das war jetzt nicht... nein. Um Gottes Willen, ich will nicht zu dem Atommüll darunter. Da sind Spritzen. Da sind Spritzen. Nein. Warte nochmal. Warte nochmal. Oh, da komm ich. Warte nochmal darunter. Das ist kein Husten. Ich muss die Gasmaske nicht aufsetzen. Okay. Wen hast du mitgebracht, Bastard? Antworte, du Mistkerl. Sonst erschieße ich dich. Ist es der Einäugige? Oder Hypokrit? Artyom! Wer zum Teufel? Oh. Zur Hölle. Du kannst deine Waffe runternehmen, junger Mann. Ich darf dir aber nochmal looten. Ein trauriges, aber nicht unerwartetes Ende für einen wie ihn. Mein Name ist Khan. Nun, ich schlage vor, dass wir diesen Ort sofort verlassen. Die anderen Banditen werden bald auftauchen und ich möchte weiteres Blutvergießen vermeiden. Ich gehe zurück zur Verfluchten. Hier bekomme ich Rheuma. Wenn du lieber das Schicksal deines Freundes teilen möchtest, solltest du bleiben. Eine Na gut. Kluge Entscheidung. Geister. Khans Erscheinen überraschte mich. Obwohl ich beim Kampf gegen die Banditen schon gespürt hatte, dass mir jemand half. Khan versicherte mir, dass Burdens Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei. Trotzdem bedauerte ich seinen Tod. Na gut, also ich würde sagen, das war's für diese Folge Metro 2033. Haut rein und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.